Liebe Schwestern und Brüder, wahrscheinlich gibt es kaum einen Festtag im Laufe des Jahres, an dem aus dem Evangelium heraus so viele Worte in unseren Alltag übergehen. Da ist zunächst natürlich im Mittelpunkt des Evangeliums die Worte des Evangeliums in jedem Abendlob der Kirche, das Magnificat, das Maria hier spricht. Aber es sind auch die Worte der Elisabeth, die wir uns zu eigen machen, wenn wir das Ave Maria sprechen, wenn wir sie ansprechen, die auserwählte und demütige Magd. Kaum ein Tag, an dem uns so viele Worte aus dem Evangelium geschenkt werden, dass sie zu unserem Eigentum werden, dass wir sie uns zu eigen machen. Aber was tun wir, wenn wir sie uns zu eigen machen? Wir übernehmen aus dem Evangelium eine Bewegung. Unmittelbar diesem Geschehen voraus geht die Verkündigung an Maria in Nazareth durch den Engel. Maria erfährt die zentralste Begegnung mit dem lebendigen Gott, in dem Gottes Geist in ihr ein Kind wirkt. Und sie setzt sich in Bewegung. Und diese Bewegung wird dann in der Begegnung mit Elisabeth aufgenommen vom ungeborenen Kind der Elisabeth. Es ist nicht einfach nur Bewegung, liebe Schwestern und Brüder. Bewegungen gibt es viele. Die gibt es zuweilen in der Kirche, es gibt sie in der Gesellschaft. Aber es gibt ein Unterscheidungskriterium. Die Bewegungen, die Gottes Geist in Gang setzt, sind ganz eigener Art. Es sind Bewegungen des Evangeliums und es sind Bewegungen der Demut. Immer. Es ist geradezu ein Kennzeichen für eine Bewegung, die vom Geist Gottes ausgelöst wird. Wenn nicht ihr Grundmerkmal Demut ist, kann man ausschließen, dass es irgendetwas mit dem Evangelium zu tun hat. Wo machen wir das fest? Die Bewegung, in die Maria gesetzt wird, ist eine Bewegung des Dienstes. Sie selber in den ersten Tagen schwanger geht hin zu ihrer betagten Verwandten, um ihr zu helfen. Sie soll den Sohn Gottes gebären. Und das Erste, was sie tut, ist Hilfe zu leisten. Und nicht sich in Nazareth auf das Polster zu legen und sich zu schonen und sagen, toll, ich bin jetzt auserwählt. Das ist aber ganz großartig. Nein, das ist kein Sonnen in der eigenen Erwählung und Berufung. Nein, es ist Dienst. Es ist Bewegung hin zur Demut. Und wir nennen das Glauben. Und es gibt die zweite Bewegung, die dieses ungeborene Kind, den ungeborenen Johannes, schon im Mutterleib als Propheten kennzeichnet. Es ist nicht Elisabeth, die sich bewegt. Es ist das Kind in ihr, das sich bewegt. Und durch die Bewegung des Kindes in ihr wird sie erfüllt vom Heiligen Geist. Das Evangelium ist hier sehr genau. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und sprach: Selig bist du. Es ist die Bewegung einer Demut wieder. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und diese Bewegung der Demut wird von dem ungeborenen Kind später aufgenommen. Wir hören Johannes später zu Jesus sagen, du kommst zu mir? Wieder, angeregt vom Geist Gottes, eine Bewegung der Demut, eine Bewegung hin zum Glauben. Und so hören wir heute im Evangelium die erste Seligpreisung des Evangeliums. Die erste Seligpreisung. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Und die letzte Seligpreisung des Evangeliums im Johannesevangelium wird von gleicher Art sein. Wenn Jesus dem Thomas sagt, wir hören das morgen, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Liebe Schwestern und Brüder, hier ist noch nichts zu sehen. Die beiden Hauptfiguren sind verborgen. Sie sind im Leib ihrer Mütter verborgen. Hier gibt es nichts zu bestaunen, nichts zu betrachten, kaum etwas anzufassen. Das ist der Weg der Demut. Das ist unser Weg. Wenn wir uns diesen Weg zu eigen machen, wenn wir uns die Bewegung des Geistes zu eigen machen, indem wir uns von ihm anregen lassen. Es geschieht eigentlich jedes Mal und dazu sind diese Worte so kostbar. Und es ist gut, dass sie uns so vertraut sind.
Aber wie alles, was wir uns vertraut gemacht haben, wird es manchmal zu sehr Routine. Diese Worte, die wir sprechen im Magnificat, jeden Abend, im Ave Maria, das wir möglicherweise mehrfach am Tag sprechen oder ganz oft, es nicht verkommen zu lassen zu einem Text, zu irgendeinem Text, den wir aufsagen, sondern zu wissen, hier geschieht Anregung des Geistes Gottes. Hier geschieht Befruchtung, hier geschieht Bewegung hin zum Glauben. Und es muss, wenn wir diesen Glauben wirklich echt haben wollen, immer eine Bewegung der Demut sein, eine Bewegung des Dienstes. Dann gilt diese Seligpreisung nicht nur Maria, sondern indem wir uns ihre Bewegung zu eigen machen, gilt sie auch uns. Auch uns, weil wir dann Glaubende werden.